Hey Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Defense-Video heute mal wieder. Und zwar wollen wir heute checken, ob eure Geräte irgendwie in einem DDoS-Netzwerk oder in einem Botnetz, wie man es auch nennt, mitwirken. Und das ist natürlich dann eine Sache, da wurdet ihr dann gehackt, das ist nicht so gut. Und zwar, was ist passiert? Also folgendes Szenario. Und zwar, ihr kennt vielleicht noch die Geschichte von Mirai. Das ist ein Botnetz, das genau auf Internet of Things Geräte, also irgendwelche intelligenten Kühlschränke, Kaffeemaschinen oder auch Router oder sonstige Geräte, die an eurem Router hängen, dass diese Geräte eben genutzt hat, um Webseiten anzugreifen. Weil es eben so viele von diesen Geräten waren, hat man einfach genug Traffic herstellen können, um irgendwelche wichtigen DNS-Server oder sonst irgendwas anzugreifen. Also das Beispiel von Mirai war zum Beispiel der DNS-Provider Dyn. Und der wurde angegriffen, genauso wie Twitter, GitHub, keine Ahnung, Soundcloud wurde, glaube ich, auch irgendwann mal angegriffen. Also haufenweise Sachen in verschiedensten Ländern, 164 Ländern habe ich mir sagen lassen. Und ja, diese ganzen Geräte waren einfach schlecht gesichert. Das waren irgendwelche Internet of Things Geräte, wie schon gesagt. Und die haben einfach Standardpasswörter genutzt. Das heißt, euer Kühlschrank hatte halt das Passwort, Passwort. Und das ist natürlich gefährlich, denn da kann sich dann einfach jeder einloggen und kann dem Kühlschrank plötzlich befehlen, er soll irgendeine Webseite angreifen, was man natürlich nicht möchte. Deswegen gibt es diese wunderbare kleine Seite hier, scanme.iotdev.com, und da könnt ihr einfach hergehen und Check My Internet Connection klicken, kurz warten und dann sagt euch das ganze Ding, ob alles klar ist oder ob ihr irgendwelche angreifbaren Geräte habt. Denn genau diese ganzen Botnetze, die auf diese Internet of Things Geräte zurückgreifen, die sind natürlich total easy eigentlich auszuschalten, wenn jeder einfach mal seine Geräte securen würde. Das heißt, wenn irgendjemand von euch da ein paar angreifbare Geräte hat, dann schließt den Telnet-Port bitte oder schaut, dass ihr das Passwort ändert. Was nämlich dieses Tool hier, scanme.iotdev, macht, ist im Prinzip, es versucht euch zu hacken. Das ist aber nicht schlimm, weil es sagt euch danach, ob es es geschafft hat oder nicht. So, wie macht's das Ganze? Also erstmal, das ganze Ding hier wurde in einer Mischung aus Python, Node.js und Jade Frameworks geschrieben und es scannt einfach die Ports von euch. Das heißt, ein paar Ports werden einfach von so Botnetzen relativ häufig angegriffen und genau von Mirai eben, weil eben der Code auch online ist. Ich meine auf GitHub. Und ja, genau. Also was jetzt hier passiert ist, erstmal wird der FTP-Port gescannt, der SSH-Port gescannt, dann beide Telnet-Ports, also 23 und 2323, HTTP, HTTPS und der Microsoft SQL Server wird gescannt, Ethernet bzw. IP wird gescannt, Telnet wird auch nochmal auf eine dritte Variante gescannt und dann noch ein paar andere Webproxy-Ports, die häufig benutzt werden und so weiter und so fort. Also einfach einige Ports, die sehr, sehr häufig angegriffen werden, vor allem eben der Port 2323 wurde von Mirai eben sehr, sehr häufig benutzt. Und da wird einfach mal geguckt, habt ihr irgendwelche IP-Kameras oder sonst irgendwelche Geräte, die mit den Standardpasswörtern noch verfügbar sind. Das heißt, kann man sich da drauf mit den Standardpasswörtern von außen einloggen und kann man die dann vielleicht irgendwie dazu bringen, dass man sie angreifen kann. Genau das versucht diese Website eben rauszufinden. Und wenn das natürlich der Fall ist, dann habt ihr hier kein All-Clear, sondern dann habt ihr ein Problem. Natürlich wäre es irgendwie schön, wenn die Hersteller von Internet of Things Geräten darauf achten würden, dass alles secure ist. Aber leider machen die das immer noch nicht so, wie sie es eigentlich sollten. Und deswegen bleibt es leider an den Usern bzw. an den Administratoren hängen, da sich drüber zu informieren und auch wirklich für Sicherheit zu sorgen, Updates zu installieren bzw. Updates erstmal zu laden und Passwörter definitiv auszutauschen, um eben gegen solche Botnetze vorzugehen. Das heißt, ich bitte euch, teilt dieses Video wirklich an alle. Auch wenn ihr sicher seid, dass die wahrscheinlich sich drum gekümmert haben. Vielleicht haben sie ja einfach ein Gerät vergessen. Und ja, in dem Sinne hoffe ich, dass eure Geräte alle sicher sind und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!